Okay. Frau Ebert, Sie sind in grün heute. Ich bin in grün. Ganz schön sehen Sie aus. Die Hoffnung. Die Hoffnung? Ja, wir brauchen Hoffnung, vor allen Dingen nach dem, was ja am Freitag passiert ist. Das ist wirklich wahr. Schlimme Sache. Ja, die ganze Welt ist natürlich empört. Mich lässt das auch nicht in Ruhe. Ich finde es nur immer interessant, auch da ein bisschen weiter zu hinterfragen. Anstatt zu sagen, es waren diese eine Gruppe von Menschen, von Extremisten, von Islamisten und die ganze Welt ist jetzt gegen diese Gruppe. Ich meine, es ist viel mehr dahinter, als wir sehen. Wir denken immer, das sind nur so ein paar Leute, zum Beispiel wie das auch mit dem World Trade Center, dass da drei Leute oder was auch immer dieses Plane gehijackt haben und dann sind sie in diesen Turm da reingeflogen. Ich glaube, da ist mehr dahinter, als wir erkennen mögen. Ja, aber das sage ich nur. Das ist alles. Ne? Die Essenz ist aber, dass diese Morde geschehen. Ja, richtig, das ist aber eben was Furchtbares. Unschuldige Menschen werden getötet. Aber die entstehen ja auch zum Beispiel in Guantanamo Bay. Es gibt ja auch, dass Leute auch von unserer Regierung hier. Was ist denn Krieg? Das sind ja auch unschuldige Menschen, werden ermordet. Ne? Was ist Krieg? Ne? Wenn man sich diese Dinge ansieht und die Fernsehübertragung, was da passiert, da kriegt man ja große Angst, kriegt man ja Heidenangst. Ne? Ja, die sollen wir eben nicht haben. Nicht das wir ist lassen das uns nicht unterdrücken. Wir lassen sie, genau. Wir haben Kaffeeklatsch hier. Von diesen Scheißern, weil das ist ja wirklich, ja, das ist aber schlimm ist natürlich, dass das jetzt rauskommt, dass durch die Flüchtlings... Ja. Aber auch das ist ja wieder, ich bin immer so eine Person, ich frage immer nach dem Grund, warum überhaupt. Ja, erstmal, warum gibt es überhaupt Flüchtlinge? Ja, gut, das ist aber jetzt nicht... Ja, aber das finde ich wichtig. Und genauso frage ich mich, wie kann es sein, dass Menschen so hasserfüllt sind, dass sie sowas Schreckliches machen können? Wie kann das sein? Das ist doch nicht einfach so, weil diese Menschen eigentlich durch und durch schlecht sind. Das kann ich nicht glauben. Aber diese Dinge sind ja leider immer passiert. Ne? Und die wollen uns die Freiheit natürlich zerstören, unsere Freiheit. Natürlich, ja. Das ist klar. Ja, absolut. Und es ist natürlich auch immer einfach so eine Art Hexenjagd. Hexenjagd ist der Böse. Wir müssen jetzt gegen die angehen. Ne? Und da ist natürlich die ganze Menschheit ist da vereinigt. Und wir sehen nur dieses Teil außerhalb von uns, ne? Wo gesagt wird, diese Menschen, das ist das Problem. Aber ich denke, da ist viel mehr. Ist viel mehr, als wir zu erkennen mögen. Aber ich nehme jetzt erstmal hier ein bisschen, ne? Weil sonst macht man sich das Leben wirklich sehr schwer. Das kannst du mal sagen. Oh mein Gott. Ja, ist das? Oi. Ist wie ein Engelchen, fasst mich im Mund an. Aha. Ja, okay. Ja. Ja, das ist wirklich schade, durch diesen ganzen Krampf, diesen ganzen Terror, der in der Welt passiert. Wir vergessen eigentlich völlig, was wichtig ist im Leben und das ist, das Leben eigentlich zu genießen. Ja? Weil dieser ganze Krampf und dieses ganze Elend und dieses ganze Leid, ja, irgendwie muss das mal ein Ende haben. Man sollte wie man auch sagt, wenn die Flüchtlinge herkommen, warum kommen Flüchtlinge her? Man sollte den Ursprung, Ja, natürlich. Das hat ja aber auch schon... Aber dann ist es ja eigentlich auch so, man sollte dann ja auch eigentlich die Regierung dieses Landes verantwortlich machen, weil die sind ja dafür, oder nicht nur die Regierung, dann sind es ja auch andere Länder, wie zum Beispiel Amerika, die da eingreift, die senden dann ihre Truppen dahin und dann ist da Krieg, Sodom und Gomorra und natürlich die Leute wollen fliehen, weil da ist jeden Tag Krieg. Ja? Und das ist die Schuld ist ja wirklich das Land, ja, die Regierung. Ja? Das ist immer das Problem. Ja? Das ist ja auch so ein Irrsinn, die Menschen zu regieren. Man kann ja die Menschen eigentlich nicht regieren. Man kann ja genauso die Menschen nicht kontrollieren. Ne? Und sagen, du machst das. Ja. Weil dann ist es ja immer eine Ungerechtigkeit da. Für diejenigen, die Macht haben über die Menschen, die sind korrupt. Ne? Und die wollen nur mehr Macht. Wir sehen das ja, natürlich sind wir alle empört. Und wir fragen uns, wie geht das jetzt weiter? Wie wird das weitergehen? Ja? Und was kann man verändern? Ich mache jetzt mal was. Du machst was? Ich mache jetzt. Und sie will jetzt mal apropos machen. Sehr gut. Ja, ja. Soll ich näher ran an dich? Ja, natürlich. Okay. So viele Dinge gehen im Leben auf dich zu, noch mehr daneben. Mensch, dein Weg ist dir bestimmt. Nimm das Schicksal, wie es kommt. Jeder muss sein Päcklein tragen, teils mit Wohl, teils unbehagen. Schau, da vorne, da sitzen sie. Hans im Glück und Pechmarie. Etwas Sonne, sehr viel Regen. Freude folgt den Nackenschlägen oder manchmal umgedreht, wie es so im Leben geht. Wie viel Blüten auf dem Baume werden nie zur reifen Pflaume? Wie viel Pulver, wie viel Blei schießt der Feind an dir vorbei? Weine nicht um das Verpasste. Denke, was du hast, das hast du. Kriegst du nicht, was du gewollt
hat es wohl nicht sein gesollt. Und das ist ein Text von Fred Endrickert. Ja, aber das ist ja auch ja, ein guter Punkt, dieses, was wir haben wollen. Und oft soll das nicht sein, weil wir wollen trotzdem. Ja, und dann, wenn wir was haben, ist ja auch so, wir sind da nicht glücklich. Dann sind wir gelangweilt nach ein paar Tagen. Interessant ist auch, was ich schon mal gehört habe vor kurzem, also diese Gewinner, die wirklich eine Million. Ja, genau. Ja, die sind das auch ist nur ein Moment. Genau, richtig. Ja, ja. Ein Tag vielleicht, richtig, vielleicht ja. Zwei Tage. Ja. Dann ist das so selbstverständlich und die sind gar nicht mehr so glücklich. Doch. Richtig, ja. Nee, dann geht es ja los, wo lassen wir das Geld? Ne? Ja. Und nicht nur das, wo lassen wir das Geld, dann kommt jeder von den Verwandten auf einmal ja, an und jeder will, oh, ich bin dein bester Freund. Ja, Leute, von denen du seit 20, 30 Jahren nichts mehr gehört hast, die kommen auf einmal, hey, jetzt dir alles gut. Ich bin gar nicht gut. Deshalb, Geld ist ja auch so eine Sache. Ne? Eine verdammte Sache, habe ich ja besorgt. Richtig, ja, genau. Ja, ja. Ich meine, es ist so einfach, weil jeder es benutzen kann. Der größte Dorfdepp kann es benutzen. Ja? Man muss keine gute Person dazu sein. Ne? Das ist einfach, das repräsentiert ja einen Wert. Ja. Da bist du wer. Richtig, ja, ja genau. Hast du nichts, dann bist du nichts. Ja, genau. Aber dann ist es ja auch eine Frage, wo dieser Wert herkommt. Wenn du zum Beispiel Lotto spielst und dann hast du glücklich, dann gewinnst du das. Weil das kommt ja nicht aus deiner eigenen Kraft. Das ist ja nicht, das hast du dir ja nicht erarbeitet. Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wenn man sich Geld selber erarbeitet. Das hat Fadi immer gesagt. Und dann fühlt man sich ganz anders, ne, als das irgendwie. Ja, das ist richtig. Aber dann, ja. Und dann gibt man es auch nicht so schnell wieder aus. Genau, und man genießt es mehr. Man genießt es mehr. Ne. Das ist schon wichtig, glaube ich, ne, dass es wirklich von seinen eigenen Kräften kommen sollte. Und ich mache jetzt was und das ist meine Arbeit und ich knie mich da rein und ich mache das auch gut und dann natürlich werde ich mir das auch belohnt. Ja? Ja, und dann kannst du auch zufrieden und glücklich sein. Genau. Und so soll es doch eigentlich auch sein. Ja. Und dann fängt es ja an mit Kindern, weil Kinder sind ja so, und ich glaube, alle Eltern können da ein Lied davon singen. Wenn du irgendwo ins Geschäft mit Kindern gehst, mit kleinen Kindern, dann kaufst du ein, dann stehst du an der Schlange und dann sehen sie, ich will das Bubblegum, ja. Ich will das. Und dann schreien sie da rum, wie von der Tarantel gestochen. Ja. Sagen, ich will das. Okay. Und da fängt es ja wirklich schon an, dieses Haben. Und es ist ja auch so, dass unsere Gesellschaft ist ja dahin ausgerichtet, dieses Haben. Kaufe dir Dinge, mehr. Deshalb legen die das ja alles so schön an die Kasse. Genau, richtig. Ja. Das Kinderspielzeug und die heißen da diese Schokoladensachen für die Kinder. Nicht? Richtig, ja. Und das wissen die ganz genau, du. Ja, aber das ist ja, das zeigt ja schon wirklich, was fehlerhaft in unserer Gesellschaft natürlich, ist. Ne? Natürlich. Dass wir, das ist das. Der Konsum. Das, genau, wir werden zum Konsumenten. Ja. Ne, und wir produzieren und wir werden dann diese Produkte, und das ist ja auch so mit Religion, was auch immer, hey, du nimm deine Religion und dann, ich habe recht, mein Gott ist der einzige Gott. Ne? Und wir sagen, das ist nicht so verrückt, das ist unsere Glaubensfreiheit. Wir sind frei zu glauben, aber wir wissen nicht, wir haben überhaupt keine Ahnung, wir haben so viel mit unserer Wissenschaft, Technologie, ne, und Internet und Dinge entwickeln, aber wir sind spirituell noch in der Steinzeit. Völlig. Ja. Aber stell dir mal diese Islam, diese Steinzeit vor, das darf doch wohl nicht wahr sein. Die sind in die Luft sprengen, weil sie wissen, das Paradies und da kriegen sie 12 Jungfrauen. Ja, das zeigt mal, wie stark der Glaube ist. Wenn man auch diese Lügen oft genug erzählt, das hat ja, glaube ich, auch der Hitler gesagt, ne? Wenn du den Menschen Lügen oft genug erzählst, dann wird das eine Wahrheit für sie. Und dann folgen sie der Wahrheit, dann folgen sie der Lüge, die denken, es ist eine Wahrheit. Ne? Sich selbst umzubringen, du, und um zu. Ja, oh. Und dann 12 Jungfrauen. Der ehemalige Bürgermeister von Nackenhagen, der hat gesagt, oh Gott, eine wäre mir schon so viel. Ja, Nochmal ein Fred Endrickert. Humor ist sozusagen unser Senf des Lebens. Er macht ein Stücklein Trockenbrot zum Leibgericht. Wer ihn nicht selbst besitzt, der Hamster den vergebens. So hat man ihn entweder oder hat ihn nicht. Humor ist schwierig oder gar nicht zu ergründen. Er ist stets taktvoll, niemals vorlaut und nicht spitz. Humor ist zu erleben, nicht zu erfinden, wie bei seinem kleinen Bruder Witz. Humor ist unser Freund in allen Lebenslagen, weil er dem Herz entspringt und nicht dem Intellekt. Man kann zum Beispiel mit Humor die Wahrheit sagen, damit sie es bekommt und halb so bitter schmeckt. Humor blüht auch an trüben Dauerregentagen und stimmt, dass es fröhlich, wenn es noch so schaurig ist. Ja, mit Humor lässt sich sogar ein Humorist ertragen.
und wenn er wirklich noch so durstig ist. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Mangel unserer Menschen, der Menschheit, dass wir uns alle so ernst nehmen. Du weißt ja, warum Engel fliegen können, ne? Ach ja, hast du mir ja schon. Warum können Engel fliegen? Weil sie so leicht sind, ne? Weil sie sich so leicht nehmen, sich ja? Sich so leicht nehmen, ne? Ach so. Damit man nicht alles, meine Meinung, ne? Meine Überzeugung, dass auch Engel hier sind in der Welt, dass wir alle unsere eigenen Engel haben, die uns unterstützen mit unseren eigenen Herausforderungen, ne? Ich sehe ihn aber auch nicht so mit Flügeln. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber als Fazit, mal kurz als Fazit vielleicht von dieser ganzen scheußlichen, schlimmen Sache, die da passiert ist, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und nicht der, in die Angst, vor der Angst verführt zu werden. Und dann Panik und dann auch dann Hass. Hass gegen diese anderen Menschen, gegen die Islamisten, gegen diese, wer auch immer das gemacht hat, ne? Hass gegen diese Bevölkerungsschichten, ne? Das hilft uns ja auch nicht weiter. Naja, es ist ja nur ein Teil, nicht? Also ein ganz, ganz kleiner Teil. Nicht? Die distanzieren sich ja davon. Hast du es gesehen gestern, wie sich davon distanziert, wie wir gesprochen haben? Mhm. Das sind nicht wir. Nicht? Ja, nee, natürlich, das sind nicht wir, das sind immer die anderen. Ne? Aber auch zu sehen, dass wir ja auch, ich denke, ein wichtiges auch Verantwortung zu nehmen und zu sagen, dass die Verantwortung ist nur die anderen außerhalb von uns, die sind böse, die sind schuld. Wir alle sind ja in dieser Welt, wir leben ja in dieser Welt, die diese Symptome erschaffen hat, ne? Dass zum Beispiel Terrorismus existiert, dass auch wir alle leben in einer Welt, der den Krieg unterstützt. Ne? Und diese Dinge, man kann ja nicht einfach von sich abweisen und sagen, oh, nur das Problem ist außerhalb von mir. Ja? Und deshalb, ich denke, was wirklich die Welt heilen kann, was uns alle heilen kann, ist Liebe. Wir brauchen Liebe. Und deshalb sende ich auch viel Liebe in die Welt. Wenn diese Dinge passieren, das ist für mich, das erinnert mich auch immer daran, da es gibt viel Hass, viel Ärger in der Welt. Viel Zorn haben die Menschen. Ja? Das ist ja mit meinen Nachbarn schon. Ja, genau, natürlich. Ja, das fängt ja an privaten. Ja, und das da auch nochmal darauf zurückzukommen mit den Engeln, sich ein bisschen leicht nehmen, ein bisschen locker, ne? Das ist alles nicht so engstirnig zu sehen. Ne? Das Leben ist eigentlich hier, um etwas zu lernen voneinander. Um etwas Positives zum Leben beizutragen. Ne? Ja, wir wissen das natürlich. Ja, aber die sind deshalb auch diese Leute, da ist ein unglaublicher Ärger. Und keiner wird jemals fragen, warum wird jemand sich da selber in die Luft sprengen und andere Leute in den Tod reißen. Offensichtlich sind diese Menschen sehr ärgerlich. Und da würde ich ja vielleicht mal als Staatsoberhaupt irgendwann mal sagen, hör mal, vielleicht sollten wir uns mal mit denen an den Tisch setzen und mal sehen, hör mal, warum seid ihr so ärgerlich? Anstatt einfach zu sagen, oh, die sind falsch, wir müssen die bekriegen, das ist der Teufel. So geht es ja nicht. Unsere Regierung ist ja auch nicht ganz ohne. Ja? Ich meine, mit deren Politik, das sind ja auch keine Engel, die unterstützen ja auch Krieg. Und das für mich, wenn ich das einfach erkenne, die Waffenindustrie ist ja auch ein großes Geschäft, ein riesiges Geschäft. Ja? Und deshalb ist es nicht so einfach zu sagen, okay, das sind die Leute, die sind schlecht, die haben das gemacht. Ne? Das ist ja alles irgendwie, ist alles verbunden irgendwie. Ne? Und okay. Okay. Tschüss. Ne? Alles klar, ne? Tschüss. Kaffee klatsch. Tata. Tschüss. Tschüss. Tschüss.